Ich bin hier gerade bei Anis Duck gerade gelandet. Man sieht, also, guck dir mal, das ist mein Startfeed bei YouTube, Leute. Ich schaue mir quasi jedes Thumbnail hier einzeln an. So, und welches sticht mir ins Auge? Natürlich das von Anis Duck, das ist natürlich klar. Man sieht auf jeden Fall ganz klar, wir können mal jetzt den Test machen und Julian Bams Kanal aufrufen, Leute. So. Und dann gucken wir mal ganz kurz, was sticht mir denn hier bei Julian Bams Kanal? Es ist immer, es ist immer Anni. Es sind immer die Argumente von Anni. Aber das ist halt normal. Auf sowas bleibt man halt hängen, Leute. Guck mal hier, so wenn ich mir... Es ist schon krass, wie gut das funktioniert, oder? Dena hat ein neues Video. Ja, komm, guck mir mal ein Dena-Video kurz, Leute. Es ist so schwer. Es ist so schwer, Alter. Boot. Man kann es aber auch hier vorne draußen gut schnorcheln. Wir haben da schon Bei Dena kann ich ja nur auf den Schnurrbart gucken. Guck mal, Leute, was ist das da? Seht ihr das? Da kann ich mir nur den Schnurrbart anschauen von ihm. Das ist schon so ein Wahnsinn. Nein! Ihr habt mich gerade nicht dabei erwischt. Ich habe gerade nicht an der besagten Dame auf die Brüste gefuckt. Ich bin voll Fokus auf seinen Bart. Ich finde das so entspannend und relaxend. Ich hab nicht dahin geguckt, Leute. Ey, das kann doch nicht sein, dass ich die ganze Zeit da drauf gucke, Alter. Jedes Mal. Oh, das ist schon viel besser. Der Bart. Der Bart. Okay, gehen wir mal so Melina aus. Melina ist wirklich, können wir beide sagen, Melina ist extrem heiß. Das ist Dagi B. Dagi ist auch heiß, aber Melina ist schon, also... Wie soll ich denn da... Ach so, das ist heute das Intro. Melina Sophie und wer ist es? Paula. Melina ist halt heiß, was soll ich machen? Mega geil. Versuch gar nicht nach oben zu gucken. Okay, soll ich jetzt mal real versuchen? Ich versuch's jetzt mal real. Nein, du musst es nicht versuchen. Okay, doch, ich mach's jetzt mal. Geht doch gar nicht, oder? Geht's nicht darum, dass man das so zeigt, wie es wirklich ist? Ich mach jetzt einmal... Okay, Leute, diese Eye-Tracker-Challenge wird es von mir ernst genommen. Ich werde kein einziges Mal irgendwo hingucken. Ich werde mich jetzt zusammenreißen, ich werde mir Zeit nehmen, ich werde meine Gedanken ordnen und wie ein anständiger, zivilisierter Mann eine Frau nach dem Gesicht nicht mal bewerten, sondern nur ins Gesicht schauen. Eine Frau hat ein Gesicht und da muss man reinschauen. Und das werde ich jetzt machen. Ich nicht. Obwohl, also man kann ja auch nur in ihre Augen gucken. Fuck. Mach weiter. Na guck mal, da kann man schon gut reingucken. Ja. Also Melina, da muss ich einfach mal sagen, Hallöchen. Hallo, Melina, Kommi. Wie findest du die Sonnenbrille so? Hä? Du musst das wegmachen, du hörst mich nicht. Ich will aber die Mucke hören, die ist extrem geil. Wie du die Sonnenbrille so findest, nicht meine, sondern ja. Warum? Ja, einfach nur so. Finde ich gut. Ja, was findest du schön daran? Ihre Brüste. Los? Ich muss los. Du kannst sie nicht... Oh, guck mal, Alter. Ja. Hab ich schon lange nicht mehr gesehen. Sind ihre Brüste noch so groß? Weiß ich nicht. Melina, schick mal ein Update. Was ist mit dir? Melina, schick doch mal ein Update. Melina, das Tattoo von ihr finde ich so cool mit dieser Welt. Das wolltest du mal wegmachen lassen. Echt jetzt? Guck mal, jetzt hat sie so ein Monokel. Siehst du das? Aber immer so, du guckst immer auf dieses, egal was ist, du guckst immer auf dieses mittlere Ding, dieses, wo diese Falte ist. Ja. So nie so hier auf die Kurven. Ich finde ja den Part hier, okay, bei denen sieht man, ja, was ist das jetzt für ein Doppelbild? Das ist beides. Da kannst du hingucken und da. Nee, ja, also ich finde diese Underboob finde ich viel hotter als dieses Mittelding. Weil das könnte ja auch, also, weiß nicht, das ist komisch irgendwie. Nee, aber Underboob, das ist schon geil. Auch unter dem Hintern. Ich hoffe, Spaß mit dem Video. Also, setzen sich da wirklich 12-Jährige und Fappen dazu? Haben wir noch Kelly. Katja. Kelly. Wo ist Kelly? Sind jetzt vielleicht nicht kenne so ich aber auch Kelly Bilder. Schon zu gut. Da hat sie so eine Glatze, siehst du das? Da hat sie so eine Glatze. Da hat sie einen Ausfall. Aber man kann ihre Unterhöschen sehen. Trägt sie sonst? Nee, sie trägt ja gar keine mehr. Sie trägt keine Unterhosen. Was ist das hier? Kelly sieht so anders aus mittlerweile, absolut, ne? Absolut, das ist so abgefahren. Die hat so eine krasse Entwicklung gemacht in den letzten Jahren. Kelly hat aber krasse Augen halt, ne? Das muss man einfach mal sagen. Da bin ich! Das bist du! Ich hab direkt auf dich geguckt! Hey, who's the best boyfriend alive? Let me see if anyone can get my pizza. Da ist ein Mann im Hintergrund, den schaue ich mir an. Aber was ist daran jetzt so krass? Daddy-Issues. Ah, Hintern. Ach, die ist schön. Der Hintern von ihr, ne? Die hat eine krasse Figur, ne? Ihr Hintern zu ihren Beinen ist sehr, sehr schön. Manche Leute sind einfach so blessed. Wie geht sie aber auch immer weg in diese Richtung? Was macht sie denn da? Ach, Licht, was soll sie denn machen, wenn sie weggehen muss? Sie kann nichts anderes machen. Ja, okay, sie drückt schon ihren Hintern raus beim Gehen. Ja, weil sie so auf Zehenspitzen so ein bisschen geht, dann siehst du das, dass sie so leicht rausdrückt. Uff, was? Nee, also ein schönes T-Shirt. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst.
Das ist doch ein ganz, also ganz normal. Ja, sag ich ja, ist einfach ein schönes T-Shirt, Honig. Nein, darum geht's doch gar nicht. Es geht doch jetzt um Real Talk. Ja, sie hat was Schönes an. Mein Gott. Was denn? Du langweilst mich. Sie ist Mexican. Echt? Nicht Asian. Habt ihr gut gemacht, Chat, danke. Die sieht aber ein bisschen Asian aus. Aber vielleicht wegen dem Haarstyle, der hat sowas Asianiges. Hast du das gesehen, wie ich gesniped habe ihren Hintern? Nee. Sie ist so gerollt und ich habe ihren Hintern so gesniped. Also sie ist quasi so und ich habe so hinterher geguckt. Ich bin ein Arschsniper. Zeig mal deinen. Nein, ich will jetzt nicht aufstehen. Kann man, stell dir mal vor, du hättest Eye-Tracker in Real Life, das wäre so witzig. Dann könnte man so... Das ist so eine Folge von Dingens. Black Mirror. Black Mirror, oh mein Gott, ja, Mann. Gibt's eine Revi-Hot-Compilation? Revi-Hot-Compilation? Nein, es gibt keine. Da ist wohl einer, sag ich doch, Mann. Oh mein Gott. Aber jetzt ist Ronda Rousey ist geiler. Was? Viel geiler. Vom Kämpfen her? Okay, warte. Okay, ja, sag mal eine heiße YouTuberin, Mo. Shirin David? Hat sie sowas? Ja, ne? Klar. Ja, okay, das habe ich mir schon angeguckt. Spaß. Kein Spaß. Okay. Shirin ist aber auch echt crazy, ne? Sie ist überkrass. Aber sie macht auch voll viel dafür. Sie lässt sie machen, aber sie macht auch unendlich viel, weißt du wie? Ja, ich gucke gerade nur auf die Ausführung. Also, ja. Wenn ich die zusammenkneife, kann ich mich hinglotzen, wie ich will. Siehst du das? Du kannst auch so hinglotzen, wie du willst. Ich weiß das doch. Mann, das ist doch ein Joke. Entspann dich doch mal. Das ist ein 5-Kilo-Ball, das sehe ich. Nee, steht 2, glaube ich, so. Oh, Shirin, Bruder. Mann, wenn ihr das sieht, schlägt sie mich bestimmt zusammen. Shirin, ich respektiere dich, guck dir nur noch ins Gesicht. Guter Song, wirklich, gute Musik. Shirin, deine Musik. Shirin, deine Musik. Shirin, du machst wirklich gute Fuck. Shirin, deine Musik. Shirin, du machst wirklich gute Fuck. Come on, ja, ganz was ehrlich, denn? Das ist guck nein. Guck dir den Pullover an, wie toll dieser Pullover okay. aussieht. So, was soll man machen? Das ist Denachi. Das ist Denachi mit Brüsten. Aber bei Denachi hat auch Brüste. Ach man, die ist so cute. Krasse Augen auch, ne? Ja, die ist krass einfach. Krasser Körper auch. Die ist einfach krass. Krasse, geile Auge. Ja. Wäre das nicht voll witzig, wenn ich so einen kompletten grünen Anzug anziehe, aber mein Pimmel lasse ich offen und dann schwebt er hier so rum die ganze Zeit. Nein, wäre nicht, weil er würde ich ein Band bekommen. Das wäre schon geil. Boah, kann die das Outfit nochmal tragen kurz? Hey, das sieht ja komplett anders aus. Das ist Katja. Das war echt Katja. Was? Das sah aus wie Katja. Da, auf den der Pose ja. von der Seite. So. Aber der ist auch schwer wegzugucken, weil das ja halt so groß ist. Ja, aber das ist ja auch... Oh, bei der ist ja auch schwer wegzugucken, weil das ist ja alles so groß. Ja, was soll man denn da machen? Nee, das ist schon auch voll... Also, niemand kann da nicht hingucken. Es geht nicht. Ist nicht machbar. Gerade trackst deine Augen, Jodie. Oh. Ah, geil. Nein, jetzt nicht mehr. Schöner Roller, den Aerox, sehe ich. Auch der Stuhl hier, sehr interessant. Die Kaffeemaschine, die Lampe, die haben wir auch. Haben wir auch. Schöne Kerze auch. Hier das Kissen extrem gut. Das Fuck. Die Fernbedienung. Der Teppich sehr weich, Shirin. Der Teppich ist sehr weich. Das sehen wir. Das Kissen da hinten ist auch sehr weich. Hier ist noch ein Mann und. Da ist ein Mann und ein anderer Mann. Und was ist das für ein geiles Outfit, Alter? Sorry, aber. Nee, stark. Das ist nicht möglich, Leute. Das geht nicht anders. Das geht nicht anders. Das ist okay. Das ist okay. Okay, Leute. Gib mal Jodie den Eye-Tracker. Einmal, Jodie. Ja. Aber ich mach dir was an. Hot Boys
Compilation, okay? Warum muss ich mir denn Jungs angucken? Du kannst ja Frauen angucken, aber hier ist Fuckboy Alert, Alter. Möchtest du das gucken? Bäh.